Ja, eine spannende Wahl geht zu Ende, die in den letzten Wochen sehr intensiv war. Natürlich fragt man sich, wie kommt so ein Ergebnis zustande? Ich glaube, zwei Faktoren sind entscheidend. Zunächst einmal habe ich, meine ich zumindest, einen beherzten Wahlkampf geführt. Und dann ist es sicherlich für mich förderlich gewesen, dass ich in den vergangenen Jahren nicht nur politisch, sondern auch in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig war. Das ist von vielen Menschen so gesehen worden, haben gesagt, okay, er ist schon sehr, sehr engagiert. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe als Bürgermeister, die er zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erledigt. Ich freue mich riesig über das Ergebnis und danke natürlich allen Wählerinnen und Wählern, die mich gewählt haben. Aber natürlich sehe ich auch, dass wir in Gollenstedt in Zukunft was bewegen wollen und müssen. Und das können wir nur dadurch erreichen, dass wir, Rat, Verwaltung und der neue Bürgermeister zusammenarbeiten. Ich lade dazu alle herzlich ein und freue mich auf die Zusammenarbeit. Nur gemeinschaftlich können wir unsere großen Ziele auch realisieren. Das ist das inoffizielle Endergebnis. Ja, natürlich bin ich, ob des Ergebnisses von 81%, absolut überwältigt und bin auch sehr zufrieden. Man kannte die Gefühle dann nach einem so anstrengenden Wahlkampf ja kaum in Worte fassen. Aber es freut mich sehr. Ich möchte mich aber nochmal bedanken bei allen, die mich gewählt haben. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber auch bei allen, die den Wahlsonntag heute erst überhaupt ermöglicht haben, soll heißen, den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern und allen, die mich im Rahmen des Wahlkampfes unterstützt hat. Und ich hoffe auf die gleiche große Unterstützung jetzt in den vor uns liegenden 7 Jahren. Ja, ich freue mich riesig über das Ergebnis, über das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger hier in der Gemeinde Visbeck. Mit 75% ist es für mich ein tolles Ergebnis. Das ist für mich die Anerkennung, insbesondere der Zusammenarbeit hier im Rat mit Verwaltung und Rat. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten ein derartiges Ergebnis einzufahren, ja, das macht einfach Stolz und Freude. Es ist für mich A, die Anerkennung, aber B auch, dass es natürlich auch für mich Ansporn ist und natürlich auch Auftrag für die künftigen Jahre hier zusammen mit allen, als Bürgermeister für alle, die Verwaltung, der Rat und einen engen Kontakt, also Bürgernähe zum Bürger zu halten, um die schwierigen Entscheidungen sorgsam und mit Augenmaß vorzubereiten. Ich freue mich auf diese Zeit und nochmals kann mich nur bedanken bei den Wählerinnen und Wählern für dieses klare Votum und vielen Dank und ich stehe Ihnen weiterhin mit Leidenschaft hier in der Gemeinde Visbeck zur Verfügung. Ja, ich freue mich natürlich riesig über dieses tolle Wahlergebnis, über die große Unterstützung der Lohnerinnen und Lohner. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine echte Verpflichtung, dass jetzt im Prinzip knapp 90% der Wählerinnen und Wähler sich für mich entschieden haben, obwohl ja vielleicht die CDU insgesamt ein deutlich schlechteres Ergebnis hat. Und das ist ein Vertrauensvorschuss auch der Wähler, die vielleicht nicht klassischerweise bei der CDU zu Hause sind. Und meine Aufgabe in den nächsten knapp 7 Jahren wird es sein, auch Bürgermeister für diese Lohnerinnen und Lohner zu sein, die Themen in Einklang zu bringen, Natur und Landschaft, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Themen, hier einen guten Ausgleich zu finden. Das wird meine Aufgabe sein und mit diesem Vertrauensvorschuss, den ich jetzt habe, hoffe ich, dass wir das gemeinsam für Lohner auf den Weg bringen können. Und nochmal vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.